Ja, hallo liebe Leute, hier ist euer Influencer Marc. Ich bin heute in der Küche und ich muss leider mein an das Fenster gemalte Osterei entfernen und wollte nur noch einmal, ein letztes Mal, diese wunderschönen Farben mit euch teilen und euch Zitate von Zen-Meistern vorlesen. Die passen heute wirklich auf mich, nachdem ich diese Videos gestern gepostet habe über Til Schweiger, über Hannes Jenicke, über Horst D. Scheel, über Bernd Eichinger, über Hermann Burg und vor allem über Günter Behletz, der hier aufgetaucht ist in Münster in diesem absolut unwahrscheinlichen Theaterskandal. Das erste Zitat heißt: Die Summe der Leiden in der Welt bleibt immer konstant. Ja, das kann man so oder so sehen. Das nächste ist: Rühre an das Leere in deinem Leben und dort werden Blumen blühen. Ja, die Farben, die stimmen schon mal. Dann, wenn du zurück zur Quelle willst, dann musst du gegen den Strom schwimmen. Das stimmt. Du kannst den Pfad nicht beschreiten, solange du nicht selbst der Pfad geworden bist. Meine schönen Grüße an Nele Freudenberger vom WDR 3. Sie macht immer wunderbare Sendungen mit wunderbarem Wissen über die Welt der Klassik. Kann ich nur empfehlen. Meine wirklich, wirklich herzlichen Grüße an diese wunderbare Moderatorin. Und jetzt noch: Sei gegenwärtig in allem, was du tust. Die einzige Wirklichkeit ist jetzt. Solange du Vergangenem nachhängst oder Zukünftigem nachstellst, bist du nicht wirklich hier im Leben. Das ist sehr, sehr wahr. Das Bewusstsein des Nichtwissens ist der Anfang des Zweifelns, der zur Weisheit führt. Und das letzte Zitat des Zen-Meister heißt: Das Unglück ist es, worauf das Glück beruht. Das Glück ist es, was das Unglück bringt. Wer kennt das Ende? In diesem Sinne, einen wunderschönen, bunten Tag wünscht euch euer Influencer Marc Bellinghaus.